Herr Daniel de West, Sie sind IT-Spezialist, sind als solcher am Rechenzentrum der Universität Erlangen-Nürnberg tätig und beschäftigen sich regelmäßig mit dem Thema künstliche Intelligenz und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft. Wie würden Sie diesen Satz vervollständigen? Künstliche Intelligenz ist Punkt, Punkt, Punkt. Ich schaffe es nicht ganz in einem Satz, aber in dreien. Also künstliche Intelligenz ist eine Idee, die schon etwas älter ist, aber die jetzt gerade so richtig in Fahrt kommt. Zum einen, weil die technischen Voraussetzungen jetzt gut passen und ja, sich daraus eben viele Möglichkeiten ergeben, die vor einigen Jahren noch nicht möglich waren. Und künstliche Intelligenz hat zum einen das Potenzial, dass sie das Leben von uns Menschen erheblich verbessern kann, aber es bietet andererseits auch ein sehr hohes Gefahrenpotenzial. Es wird sehr darauf ankommen, wie wir als Gesellschaft damit umgehen. Waren wirklich nicht viel mehr als ein Satz. Herzlichen Dank. Und was meinen Sie, welche Vorteile sehen Sie in der künstlichen Intelligenz für die Menschen und für ihren Alltag so grundsätzlich? Also ich denke vor allem ist ein Riesenvorteil, dass durch KI für viele Menschen Dinge möglich werden, die sonst immer einem kleineren Kreis von Menschen vorbehalten waren. Zum Beispiel, ich bin jetzt kein Musiker, aber mit KI habe ich die Möglichkeit, eine Melodie oder ein Lied, das bisher nur in meinem Kopf existiert, mir einfach erstellen zu lassen innerhalb von Sekunden. Oder ich bin auch kein Maler, aber ein Bild oder ein Video kann ich genauso durch Eingabe von einem Text, was ich gern sehen würde, mir generieren lassen. Ansonsten zum Beispiel so eine Röntgendiagnose. Im Moment braucht man da einen sehr guten Arzt im Universitätsklinikum oder so. Und in Zukunft wird es mit KI auch möglich sein, dieselbe gute Diagnose von so einem Röntgenbild auch in der dritten Welt irgendwo zu bekommen. Ansonsten kann ich mir auch vorstellen, dass man mit Menschen am anderen Ende der Welt komplett ohne Sprachbarrieren kommunizieren kann, obwohl keiner die Sprache des anderen spricht. Das geht über KI. Man kann kreative Ideen bekommen. Man kann Gefahren erkennen, bevor ein Unglück passiert, weil KI sowas sehr gut analysieren kann. Oder zum Beispiel auch Auffälligkeiten im Haus oder auf meinem Bankkonto kann eine KI schneller erkennen, als ich das jemals tun würde. Also es sind eigentlich schon ziemlich viele Vorteile gewesen. Coole, kreative Sachen möglich. Und wenn wir bei den Vorteilen waren, dann stellt sich natürlich auch die Frage nach den Nachteilen. Welche gibt es da in Ihrer Meinung nach? Also der größte Nachteil, wenn man KI zu sehr einsetzt, ist, denke ich, zum einen, dass es ein sehr hohes Potenzial hat für Überwachung oder Manipulation von Menschen. Genau, entweder durch einzelne Gruppen, die das tun wollen, oder auch durch totalitäre Staaten. Dann, wenn man sich zu sehr auf KI verlässt, dann wird es intransparente Entscheidungen gibt, wo eine KI einfach nur zurückgibt, nein, der kriegt jetzt keinen Kredit oder nein, das wird jetzt nicht passieren und keiner mehr so genau begründen kann, woran das jetzt eigentlich liegt. Und wenn sich alle nur noch auf KI verlassen, dann wird das ein Problem darstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es gerade für Kinder, die von Beginn an mit KI aufwachsen, dass das ein Thema sein wird, dass die Kreativität vielleicht nicht so sehr gefördert wird. Wenn ich durch Eingabe eines Satzes ein viel besseres Ergebnis erzielen kann, als durch einen ganzen Nachmittag mir was zu überlegen, dann macht das was mit Menschen. Und das wird man sehen müssen, welche Auswirkungen das auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen hat, aber natürlich auch von Erwachsenen, die ja auch gerne manchmal eine Abkürzung nehmen, wenn es eine gibt. Ja, insgesamt wird es halt sehr darauf ankommen, ob es gelingt, eine gute Regulierung weltweit durchzusetzen. Es gibt ja diesen EU-AI-Act, der im Moment die weltweit erste und umfassendste Regulierung darstellt. Inwieweit der jetzt praxisrelevant ist und inwieweit der sich durchsetzen lässt, das kann man jetzt noch nicht richtig abschätzen. Und so eine Regelung macht nur weltweit Sinn. Und da weiß man ja auch, dass es Staaten gibt, die einfach andere Vorstellungen davon haben, wie eine Gesellschaft funktionieren soll oder welche Dinge tabu sind. Ja, also das wird ein spannendes Thema.
Auf jeden Fall, okay. Also Vor- und Nachteile, spannend wird es definitiv. Und man sieht, oder man hat auch ein bisschen so aus Ihren Ausführungen eigentlich raushören können, dass KI momentan ein Thema ist, das eigentlich schon so ein bisschen polarisiert. Es gibt Menschen, die sind total begeistert, Feuer und Flamme, und es gibt welche, die sind ziemlich skeptisch. Aber ich meine, wichtig ist es bei allem Neuen ja eigentlich, dass man, dass die Angst nicht so groß, dass man die Angst nicht so groß werden lässt, damit man den Anschluss nicht verliert. Haben Sie vielleicht irgendwie so einen Tipp für diejenigen, die ja ängstlich sind oder insgesamt für einen Mittelweg im Umgang mit KI? Ja, also ich würde mal zum einen sagen, KI komplett abzulehnen, wird genauso wenig funktionieren auf Dauer wie das Internet abzulehnen. Das konnte man sich vor 30 Jahren auch noch nicht vorstellen, weil es es da einfach noch nicht im Massenmarkt gab. Aber heute wissen wir alle, es geht fast nichts mehr ohne. Und es gibt Entwicklungen in der Technik, die kommen und gehen. Ich glaube, KI ist gekommen, um zu bleiben. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, sich damit zu beschäftigen. Und dabei ist es wichtig, dass man zum einen die Möglichkeiten kennenlernt von KI und zum anderen aber auch die Begrenzungen versucht zu verstehen. Also damit man eben nicht blind darauf vertraut, was eine KI, die immer perfekt formuliert und immer sehr klar ist in ihren Aussagen, dass man das nicht einfach als gegeben hinnimmt. Dafür muss man sich aktiv damit beschäftigen und das kann auch Spaß machen und das kann auch den Alltag bereichern und in der Arbeit kann es einem sowieso helfen. Ja, es ist wichtig, dass wir uns als mündige Bürger dafür einsetzen, dass die Politik sinnvolle Grenzen zieht, denn die Wirtschaft wird sie nicht ziehen von alleine. Und wie vorhin schon gesagt, es geht halt nur, wenn mehrere Staaten an einem Strang ziehen. Eigentlich muss das weltweit passieren. Ja, und eine ganz praktische, gute Idee, um sowas auszuprobieren, ist KI lokal zu betreiben, weil da kann ich wirklich gefahrlos und irgendwelche Spuren zu hinterlassen und irgendwelche Daten weiterzugeben, kann ich die Möglichkeiten von KI nutzen und mich damit beschäftigen und habe eigentlich keine Nachteile. Ihre Formulierung KI ist gekommen, um zu bleiben, die fand ich jetzt besonders gut, hat mich sehr angesprochen. Also ich denke, vielleicht zusammenfassend kann man ein bisschen sagen, auf jeden Fall mutig sein, Spaß dran haben und mit Bewusstsein rangehen. Ja? Auf jeden Fall. Prima. Dann danke ich Ihnen sehr für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute. Besten Dank, Herr Döbest. Vielen Dank.